Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder jede Menge kleine Telefonschnipsel, die nicht für ein ganzes eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem sehr gut aufzeigen, was wir da eigentlich für Leute am Telefon haben, vor denen ihr euch in Acht nehmen solltet. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen einzelnen Telefonschnipseln. Ja, hallo. Ja, hallo, guten Tag, Herr Fick. Hier ist Dennis Palak von Economics Hub. Ich rufe Sie an, weil haben Sie gerade bei uns angemeldet wegen Ölprofit, ohne Geld zu verdienen. Und ich wollte Sie in Ihr zweites Helfenkonto zu aktivieren. Sagen Sie mir bitte, Herr Popa, zuerst, wie alt sind Sie? Nicht Herr Popa. Wie bitte? Nicht Herr Popa. Herr Fick. Ja, ja, Herr Fick. Ja, aber haben Sie ja gerade nicht gesagt. Also bei uns steht Popa Fick. Was? Was Popa steht da? Fick heißt. Popa ja. Fick. Ja. Wie alt sind Sie? 29 und Sie? Also 35. Und was machen Sie beruflich? Sind Sie doof? Wie? Hören Sie eigentlich auch zu? Was haben Sie gesagt? Die Frage war, ob Sie zuhören. Ja, ja, was machen Sie beruflich? Jetzt geht Sie nichts an. Ja, und so schnell ist dann das Telefonat mit so einem netten Betrüger am Telefon direkt wieder beendet. Tja, Fragen stellen darf man nicht, die stehen ja letztendlich nicht im Skript. Eigentlich vom Prinzip her ganz gut, denn so enttarnen sich die Betrüger auf jeden Fall immer wieder selbst, wenn sie einfach auflegen und keine Fragen beantworten können. Ja, guten Tag. Hallo, spreche ich mit Herbert? Ja. Ich heiße Mila Young, ich bin Vertreterin von Trading Platform Trade Union. Sie waren gerade auf unserer Webseite und haben sich angemeldet. Stimmt das? Von Trade Union? Trade Union. Ja. Ja, die waren auf Tradebox Source, ja. Stimmt das? Ja, ja. Okay, wir wollen fragen, wollen Sie Ihre Konto aktivieren? Haben Sie Fragen? Ja, wie geht denn das? Wie bitte? Wie geht denn das? Ich habe nicht verstanden, Entschuldigung. Na, ich habe gefragt, wie geht? Trade Union, Trading Plattform. Wissen Sie, was das bedeutet? Ja, bin ich da drauf. Okay, gut. Wollen Sie Konto aktivieren? Ja, wenn Sie mir sagen, wie geht. Sie können anfangen mit 250, 500 oder 1.000 Euro. Mit welchem Betrag möchten Sie? Geht denn nicht mehr? Ja, und bei einem komischen Unternehmen am Telefon ist man denn schon direkt bei dieser Frage komplett ausgehebelt. Tja, also was das jetzt hier genau darstellen sollte, kann ich euch in der Tat irgendwie nicht verraten. Einfach nur der absolute Wahnsinn. Ich antworte nicht direkt auf das, was sie sich vorgestellt hat. Tja, und da ist das Gespräch schon beendet. Eigentlich habe ich doch hier nur gefragt, ob da nicht auch mehr Geld geht. Tja, eine Antwort ist er uns hier definitiv schuldig geblieben. Schauen wir mal, wie es beim nächsten so läuft. Ja? Hallo, Herr Popper. Hier ist Annelie aus globalem Finanzmarkt. Sie haben bei uns registriert und Ihre Handelskonto erstellt und Sie haben Interesse mit Bitcoin, ja? Ja. Haben Sie Erfahrung oder ist es für Sie das erste Mal? Nee, keine Erfahrung. Mit welchem Bereich möchten Sie anfangen? Mit was? Mit welchem Bereich möchten Sie anfangen? Ich meine, Bitcoin. Bitte? Ja, erzählen Sie weiter. Okay, und welche Zahlungsmethode benutzen Sie, Herr Popper? Na, wollen Sie nicht erstmal den ersten Punkt klären, bevor wir den zweiten klären? Bitte? Ich sagte, wollen Sie nicht erstmal den ersten Punkt klären, bevor wir den zweiten Punkt klären? Welcher Punkt möchten Sie, ich erkläre Ihnen? Sagen Sie, ich erkläre. Ja, ich glaube, das ist stark zu bezweifeln, weil Sie können ja gar kein Deutsch. Was rufen Sie denn eigentlich an? Englisch. Nee. Was möchten Sie, Herr Popper? Ja, vernünftig mich unterhalten und nicht so, weiß ich nicht, Sie verstehen doch nichts. Also, Herr Popper, Sie sind im Finanzmarkt und ich bin Ihr Personalkontoberaterin. Und wir müssen zusammen Ihr Konto aktivieren, dann können Sie weiter investieren und Profit bekommen. Ich möchte jetzt wissen, mit welchem Bereich haben Sie Interesse, dann kann ich Ihnen Informationen geben. Ja, welchen Bereich denn?
zum Beispiel Bitcoin, Amazon und so weiter. Aber auf jeden Fall ist alles mit Ihnen Finanzexpert erklären. Weil ich bin nur Account Manager, also Ihre Kontoberaterin. Mein Job ist, Ihr Konto aktivieren. Ja, doch, kann ich Ihnen erklären. Nein, ich sage nicht erklären. Einfach, dass unsere Expert muss Ihnen, also mit unserem Expert, Sie müssen wissen, mit welchem Bereich Sie müssen anfangen oder Sie möchten anfangen. Aha. Das ist nicht mein Job. Welche Zahlungsmethode benutzen Sie, Herr Popper? Ja, ich habe alle, was man so sich wünschen kann, denke ich. Visa oder Mastercard? Ja. Haben Sie? Mhm. Und mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Ja, ich dachte, ich fange erstmal so mit 250.000 an oder so. 250? 1.000. 250.000. Mhm. Okay, Augenblick. Soll sich auch lohnen. Okay, dann können Sie mit 250.000 anfangen. Ja. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Hä? Na, ich dachte, Sie wollen mir jetzt dabei helfen. Und bitte? Wieso? Nee, weil Sie sind nicht seriös. Warum bin ich nicht seriös? Haben Sie irgendwie einen Lattenschuss? Weil Sie sind nicht seriös. Aha. Das erzählt mir die Kriminelle am Telefon. Scheiß Betrüger. Was? Du bist ein scheiß Betrüger, mehr nicht? Nee, wir sind nicht Betrüger. Du bist Betrüger. Nee, du bist eine Kriminelle. Ja, dann haben wir das auch mit dieser netten Dame geklärt. Tja. Wahnsinn, die rufen bei einem an und denken, Wunder, wer sie ausgeschissen hat. Also ich verstehe es wirklich nicht. Also die gehen wirklich felsenfest davon aus, dass die den Menschen irgendwas Gutes tun. Tja, aber das ist nicht der Fall. Denn wenn die Betrüger bei euch anrufen, dann heißt das definitiv nichts Gutes. Niemand von denen möchte euch irgendwie Geld schenken oder euch bei irgendwas helfen. Ist ja komplett Quatsch. Tja, und wie so oft. Sobald man nicht direkt so antwortet, wie die Betrüger sich das selber vorgestellt haben, werden sie entweder ausfallend oder legen halt einfach direkt auf. Schon interessant, wie schnell die Gespräche mit den Betrügern zu Ende sein können, sobald man nicht deren Skript entspricht. Ja? Hallo, spreche ich mit Herrn Thorsten? Ja. Also Ihren Nachname hätte ich gefragt zu überschreitigen, bitte. Was? Ihren Nachname. Ja, der bei Ihnen da steht. Schick. Ist Ihr Nachname? Was? Sie sind akustisch gerade nicht rübergekommen. Herr Thorsten Schick sind Sie. Ja. Sie sind Herr Thorsten Schick, richtig? Richtig. Okay. Ja, eine interessante Unterhaltung mit einem interessanten Charakter. Wahnsinn. Tja, also die wird es hier ziemlich schnell bemerkt haben, dass irgendetwas an der ganzen Sache faul sein muss. Sonst hätte sie wohl nicht so schnell aufgelegt. Tja, aber schon Wahnsinn. Anrufen tun sie trotzdem erstmal. Meistens liegt sicherlich daran, dass die Systeme automatisch wählen werden und die dann den Namen einfach nur hochgeworfen bekommen und sich dann natürlich auch darüber wundern, was da steht. Deswegen hat sie hier natürlich auch erstmal nachgefragt, was da jetzt genau gemeint ist und warum der Name da so komisch ist, aber naja, schade, aber in diesem Fall ging das Gespräch dann doch mal etwas schneller als sonst. Ja, hallo? Hallo? Ist ja schön, da der Krach im Hintergrund. Und wie kann ich jetzt behilflich sein? Lederli. Mhm. Hallo? Ja, was denn? Hallo? Wie kann ich da behilflich sein? Hm? Hallo? Ja, was denn? Hören Sie mich, mein Herr? Ja. Ich rufe Sie von TomTom. Sie möchten, dass Ihre TomTom-Gerät aktualisieren. Und warum sind da Kinder bei Ihnen im Hintergrund? Ja, bitte, weil wir arbeiten zu Hause wegen des Lockdowns, Corona. Was denn für ein Lockdown? Corona, wegen des Corona. Ja, aber gibt doch gar keinen Lockdown. Herr, wir arbeiten zu Hause. Es ist ein Problem für Sie. Nö, aber wenn Sie sagen, wegen dem Lockdown, ist doch gar kein Lockdown. Jetzt im Moment, wir haben das Lockdown nicht, aber wir arbeiten zu Hause. Ach so. Unser Büro ist noch nicht geöffnet. Ja. Und wie können Sie mir jetzt bei dem Update helfen? Ja, ob Sie Hilfe brauchen, dann wir helfen Ihnen. Ja, da kam ja nichts. Da stand Download und dann kam nichts. Kein Problem, ob Sie sagen, dann wir machen das alle Arbeit für Sie.
Nur mir ein Minuten geben. Sagen Sie mir, haben Sie das Gerät mit dem Computer verbunden? Ja. Welcher Computer benutzen Sie, Windows oder Apu? Das ist ein Linux. Linux, okay, kein Problem. Haben Sie Windows oder Apple nicht? Nee. Dann bitte zuerst bevorzugen Sie einen anderen Computer. Linux geht nicht. Warum nicht? Ging doch vorher auch. Ja, ich weiß das nicht, aber Linux geht nicht. Sie brauchen einen Windows oder Apple Computer, okay? Ja, warum? Ich weiß das nicht. Funktioniert der Betrug besser, oder wie? Wie bitte? Funktioniert der Betrug besser? Ich weiß das nicht. Ach so. Tschö. Bis dann, tschüss. Und wer weiß das? Hm? Was denn du? Ja, du bist ja noch dran. Wieder einer von den netten Betrügern, die direkt anrufen, wenn man ein Firmware-Update auf seinem Navigationsgerät machen möchte. Tja, dass das hier nur eine Betrugsmasche ist, kann man, glaube ich, schon am Akzent raushören. Witzigerweise sind das hier höchstwahrscheinlich sogar die gleichen Betrüger wie von der Microsoft-Windows-Betrugsmasche mit dem angeblichen Virus und dem gesperrten Browser auf dem Computer. Da hatten wir auch schon das ein oder andere Infovideo dazu. Ja, im Grunde genommen wollen die eigentlich nur auf eurem Computer draufkommen, um ja irgendwelche Software zu installieren, die da sicherlich nicht hingehören sollte. Und naja, der ganze Spaß kostet dann auch nochmal über 100 Euro. Ich glaube 150 Euro oder so wollten die für ein nicht vorhandenes Firmware-Update haben. Das Interessante dabei ist, die laden euch nicht mal ein Update runter. Die versuchen da auch gar nichts großartig mit einem Update. Man soll nur sein TomTom-Gerät daran stecken. Vielleicht kann es sein, dass sie dann wirklich einfach die kostenfreie Firmware-Aktualisierung draufspielen. Die gibt's ja wirklich. Kostenlos. Der hier möchte Geld haben. Vorher stand dazu nichts. Dass der Geld haben will, wissen wir nur aus einem Vorgespräch. Ja, aber schon irgendwie Wahnsinn. Und dann ist es wieder dieser nette indische Akzent, wo man von vornherein schon überhaupt nicht an das Gute im Menschen glaubt. Denn, tja, warum sollte da unbedingt ein Inder sitzen? Und mal davon abgesehen, auch hier war der Anruf nicht angekündigt. Man trägt nur seine Daten ein, E-Mail-Adresse, Name und die Telefonnummer und man drückt dann auf Download. Na, aber anstatt irgendwas zu downloaden, kommt man einfach nur auf eine neue Seite und dann klingelt auch schon direkt das Telefon mit so einem netten Herrn am Telefon dran. Ja, hallo? Hallo, Hello, yeah. Am I speaking with Mr. Dreiniger? Oh nee, geht das irgendwie auf Deutsch? Ja. Spreche ich mit Herr Dreiniger? Ja. Okay, hallo. This is Grace. Grace Foster. Sie haben eine Anmeldung gemacht und Sie sind online in unserer Plattform. Ja, wie heißen die? Sorry? Wie heißen die Plattform? FinanceX. Nee, da bin ich nicht mehr online. Die habe ich zugemacht. Okay, eine Minute bitte. Und du? Hallo. Du sprichst du nicht mehr mit mir. Hallo? Ja. Hallo, schönen Tag, Herr Dreiniger. Schön, Sie zu erreichen. Ja. Mein Name ist Steve Dolleb. Es geht um Ihre Anmeldung, die Sie gerade eben bei uns gemacht haben. Ist das richtig? Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Nochmal bitte? Ja, weiß ich doch nicht, ob das richtig ist. Ob das richtig ist? Diese Anmeldung wurde eben gerade bei uns gemacht, Herr Dreiniger. Ja. Welcher Seite denn? Finvis Support melde ich mich gerade. Sie haben gerade... Ach, das mit dem blauen Ding. Genau. Ja. Da haben Sie Ihre Daten hintergelassen. Ich bin Ihr Ansprechpartner und wollte Ihnen dabei helfen mit dem Aktivierung Ihres Handelskontos. Aha. Und wer war das gerade eben? Das war meine Kollegin, meine Assistentin, die aber leider nur Englisch spricht. Tut mir leid. Ach so. So, ich konnte Ihnen gerne weiterhelfen, Herr Dreiniger. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie viel Erfahrung in diesem Bereich haben oder ist das etwas Neues für Sie? Nö, ist neu. Ist neu. Wie sind Sie bei uns gelandet? Wie ich bei euch gelandet bin? Gar nicht. Ich habe die Webseite aufgerufen. Aber Sie haben gerade Ihre Adressen dahinter gelassen bei uns. Nö, in so einer Werbung, ja. Genau. Sind Sie daran interessiert, eine Investition zu machen? Ja. Okay, in welcher Höhe? Weiß ich noch nicht. Was muss man denn Wie da machen? Sie? Okay. Haben Sie auch etwas über den automatischen Software gelesen oder geschaut? Nee. Nein, noch nicht. Was hat Ihnen denn überzeugt, als Sie diese Anmeldung gemacht haben? Die bunten Bilder und der Countdown. Okay.
und Sie wollen gerne mit dem Mindestbetrag anfangen, das Ganze ausprobieren. Was ist denn das für ein Betrag? 250 Euro. Achso, kann man da nicht mehr machen und dann mehr rauskriegen? Als Erstkapital würde ich Ihnen 250 Euro empfehlen, Herr Reininger. Achso. Wollen Sie mit 250 Euro Ihr Konto aktivieren? Nee, das ist mir zu wenig. Mit wie viel wollen Sie denn anfangen? Na, ich dachte erstmal so an 15.000. 15.000 Euro. Benutzen Sie eine Kreditkarte. Wie möchten Sie denn Einzahlung machen? Mit Überweisung. Mit Überweisung. Okay, müssen wir aber dann aber auch ein Crypto-Exchange-Konto erstellen. Haben Sie eins? Nee. Müssen wir aber auch nicht erstellen für sowas. Nochmal? Müssen wir aber auch für sowas nicht erstellen. Eine Einzahlung zu tätigen. Ich kann Ihnen leider keine Bankdaten an Ihnen senden. Warum bei nicht? Uns, bei uns müssen Sie selber ein Konto erstellen. Aha. Wie geht denn das? Ganz einfach im Internet ein Konto erstellen beim Crypto Exchange. Wir haben Kraken, Coinbase. Soll ich jetzt bei einer fremden Firma ein Konto eröffnen? Das ist keine Firma. Das ist eine Crypto Exchange. Ist ja trotzdem eine Firma. Millionen Kunden investieren da Geld oder konvertieren da auch Geld. Da können Sie einfach nur Kryptos kaufen. Aha. Ja, nee, das ist nicht so unseriös, denn. Haben Sie eine Kreditkarte? Eine Visa oder eine Mastercard? Nee. Haben Sie keins? Möchten Sie die Bankdaten an Ihnen Ihre E-Mail-Adresse erhalten? Na, die können Sie mir doch sagen. Genau, müssen wir aber erstmal Ihre ein Crypto-Exchange-Konto erstellen. Ja, aber ich mache dann jetzt nicht noch ein Konto bei einer anderen Firma. Sie machen kein Konto bei einer anderen Firma. Sie erstellen ein Konto. Das ist kostenlos. Hier ist ja trotzdem ein Konto bei einer anderen Firma. Das ist keine Firma, Herr Reininger. Natürlich sind das Firmen. Die machen das auch nicht umsonst. Das ist kostenlos. Das können Sie gerne im Internet recherchieren. Ja, genau. Können Sie gern geben. Ich mache aber bei dem Betrug nicht mit. Das ist mir zu unseriös. Wofür denn eine Anmeldung, Herr Reininger? Ja, ist mir zu unseriös. Alles klar. Ja. Ciao, schönen Tag noch. Der absolute Wahnsinn. Ich bin bei einer angeblichen Trading-Bank gelandet, wo ich dann aber noch bei einer weiteren Bank ein Konto brauche. Also so habe ich das tatsächlich auch noch nicht erlebt. Dass ich bei einer Bank kein Konto haben kann, sondern um Geld auf die Bank zu bekommen, brauche ich dann noch ein Konto bei einer dritten Bank, um dann über die Bank an die Bank, wo ich gerade sein will, dann Geld überweise. Also kommt da noch irgendjemand mit? Sinn und Verstand hat das glaube ich nicht. Also das hat ja nun wirklich überhaupt nichts mehr mit Logik zu tun. Tja, das Schlimme ist, das funktioniert halt trotzdem. Ich weiß es nicht, warum die Menschen da ihr Geld einzahlen. Aber eins ist definitiv ganz, ganz sicher. Wer über solche Methoden sein Geld da einzahlen möchte, der sieht die Kohle nie wieder. Da kann man noch so viel hoffen und sich das wünschen, dass man da irgendwie Geld wieder bekommt. Definitiv kriegt ihr da kein Geld wieder. Das ist einfach nur noch Wahnsinn. Und dass das überhaupt funktioniert, ist wirklich absolut erschütternd. Ja. Ja, hallo, ich bin wieder da. Ich spreche mit Hugo Hofmann von Trader CryptoX. Ja. Alles gut. Also. Tja, das war ein ziemlich kurzes Gespräch. Da war unsere nette Blitzbirne direkt wieder weg. Tja, warum? Wird er uns wohl gleich im nächsten Telefonat verraten. Denn der nette Herr, der ruft nochmal an. Ja. Also, unser Telefon hat unterbrochen, Herr Hartmut, Entschuldigung. Sie haben, finde ich, einen Link schon erhalten von unserer Seite, von Hugo Hofmann, oder? Per E-Mail. Nee. Also, Ihre E-Mail bitte wiederholen Sie mir nochmal. Welche? Ich habe so viele. Ich habe, Ihre E-Mail-Adresse. Da habe ich ganz viele von, also etwa 100.000 Stück. Ja, Sie haben 100.000 Stück E-Mail, aber ich brauche eine nur davon. Also ist egal, welche. Ja, egal, das welche, genau. Guck mal, Moment. So, das wäre dann hartmut.schimmeldöner@mdcc.de. Entschuldigung, bitte, können Sie es erneut, ich schreibe das auf, bitte, also Hartmut. Schimmeldöner. @mdcc. Punkt. Also, genau. Also Hartmund. Punkt. Schimmeldöner. Also können Sie buchstabieren? Was? Also nach Hartmund, ja? Hartmund. Punkt. Nach dem diese
Buchstabe können Sie mir dann buchstabieren? Ein S, ein C, ein H, ein I, ein M, ein M, ein E, ein L, ein D, ein O, ein E, ein N, ein E, ein R. Also, unter dieser Nummer benutzen Sie WhatsApp? Nee. Na, was denn du? Also, ja. Also, okay, das ist ja Hartmut. Also, ich habe jetzt diese E-Mail-Adresse. Ich habe schon geschickt einen Link, aber... wenn Sie können nicht das, diese, also normalerweise sagen Sie mir bitte, wenn Sie kein Interesse mit Online-Handel, diese gilt, Ihr Konto aktivieren und handeln mit dieses Produkt, was Sie bei uns ausgewählt, wäre also leider, tut es mir wirklich leid, so viele Kunden haben wir solche Anforderungen, Konto aktivieren, deswegen ich soll Ihnen verabschieden. Wieso? Tja, das war mal wieder ein sehr vertrauenserweckendes Gespräch mit der Bank des Vertrauens. Tja, abruptes Ende, würde ich sagen. Hier haben wir wieder wahrscheinlich nicht genau so mitgespielt, wie die Betrüger sich das vorstellen. Und sobald man nicht genau das tut, so wie sie es gerne hätten, tja, dann ist das Gespräch ziemlich schnell zu Ende. Und hier war auch wieder ganz deutlich zu hören, dass da wohl irgendein Schlingel im Hintergrund die ganze Zeit schon wieder mitgehört hat. So ganz legal ist das natürlich nicht, wenn da einfach heimlich jemand auf... ja, wie auch immer, einer anderen Leitung oder mit einem anderen Stecker noch heimlich zuhört. Ist in Deutschland einfach rechtlich nicht sauber. Denn hier reden wir ja auch von Bankgeschäfte. Ja, sowas wie ein Bankgeheimnis kennen die wohl nicht in diesen ganz netten Callcentern. Ja, hallo? Es liegt eine Nachricht für Sie vor. Firmenname, MiCapital Invest, Erdname der Bank, Investbank IBAN. BG 45 IJ 8048194625800 SwiftBig, IJ Referenz, Zahlungsgrund, Nachricht an den Empfänger, 31997. Dies war eine Nachricht von 972, gesendet am 24. Juni 2022 um 16.05 Uhr. Ja. Ganz genau. Fragt mich nicht, was das jetzt hier sein sollte, aber es ist auf meiner Leitung rausgekommen und hat mir einfach mal irgendwelche Bankdaten durchbuchstabiert. Was ich jetzt damit sollte, weiß ich nicht. Es war ja anscheinend von irgendeiner Trading-Firma. Keine Ahnung, was das hier werden sollte, aber ich weiß nicht, soll das eine neue Betrugsmasche sein? Ich rufe einen Telefonautomat an und... ja. Und dann... kriegt man einfach irgendwelche Bankdaten durchgesagt und wer zahlt da jetzt genau ein? Gibt es Menschen, die da einfach, wenn sie eine irgendwelche Bankdaten am Telefon hören, dass sie da direkt ihr Geld reinstecken? Ich glaube ja wohl eigentlich nicht. Hallo, Felix. Mhm. Guten Morgen, mein Name ist Selina Fischer. Ich bin Vertreterin von Bitcoin Coach. Sie haben gestern Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Ist das korrekt? Mhm. Sagen Sie mir bitte, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Mhm. Entschuldigung, jetzt Sie schlafen oder was? Mhm. Alles klar. Haben Sie einen schönen Tag noch. Ja, auch nicht schlecht. Also die hat auf jeden Fall wenigstens nett und höflich aufgelegt. Tja, konnte sie mit uns halt kein Geschäft machen. So ist es halt. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Ja, bitte. Hallo, guten ja. Tag. Spreche ich mit Felix. Felix Flüssigacke. Mhm. Mein Name ist Frank und ich rufe Sie von der Handelsfirma GMA Pros bezüglich Ihres Handelskontos an. Ja. Ich bin Ihr Account Manager und meine Aufgabe ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit Sie mit dem Handel beginnen können. Okay? Mhm. Okay, so sagen Sie mir bitte, sprechen Sie Englisch? Nee. Ja, korrekt? Nee. You speak English? Ah, nee. Ja. Sprechen Sie Englisch, ja oder nein? Nee. Nein, okay, kein Problem. Und haben Sie Erfahrung in Handeln oder das ist das erste Mal? Hallo? Also, nee und ja. So, haben Sie Erfahrung in Handeln oder das ist das erste Mal? Nee und ja. Aha, erste Mal. Okay.
Kein Problem, das ist in Ordnung, denn wir stellen Ihnen Ihren eigenen persönlichen Broker zur Verfügung, den Ihnen hilft und Ihnen erklärt, wie Sie mit dem Handel beginnen. Und sag es mir bitte, wie alt bist du? Sie, nicht du. Wie alt bist du? Nee, Sie, nicht du. Pardon? Ja, das heißt, wie alt sind Sie? Eins und? Das heißt, wie alt sind Sie, nicht du? Okay, wie alt sind Sie? Ja, 29. 29. 29. 29, okay. Und was ist dein Beruf, bitte? Was ist Ihre Aufgabe? Beruf. So, was ist Ihre Aufgabe, bitte? Ja, Kaffeesatz lesen ist meine Aufgabe. Okay, kein Problem. So, nach Aktivierung Ihres Handelskontos ruft Sie der Broker innerhalb von 2 oder 3 Tagen und der Broker wird Ihnen alles erklären und Ihnen weiterhelfen. Der Broker spricht Deutsch sehr, sehr gut und sobald Ihr Handelskonto aktiviert ist, als Investitionsnachweis erhalten Sie Verifizierungsdokumente an Ihre E-Mail-Adresse. Aha. Und Ihr Handelskonto ist vor Spending und Quid. Sobald Sie Gewinn gemacht haben, können Sie den Gewinn von der Handelsperson übertragen. Und Sie erhalten auch die Dienste von der automatischen Software. Das heißt, Sie können den Broker für Sie handeln lassen. Und um Ihr Handelskonto zu aktivieren, müssen Sie eine Einzahlung tätigen. Die Mindestinvestition beträgt 250 Euro und dieser Betrag wird als Ihr Online-Handelsbudget verwendet. So, sag es mir bitte, wie viel willst du anfangen? Minimum oder mehr? Sie. Wie viel willst Sie anfangen? Mit 25 Euro. 250, korrekt? Nee, 25. Pardon? Ja, hallo. So, Minimum ist 250 Euro, okay? Warum? Das ist Minimum. So, müssen Sie mit Minimum oder mehr anfangen? Warum ist das Minimum? Das ist ein Minimum. Ja, warum? Okay? Pardon? Ja, was denn? Minimum ist 250 Euro. So, sag es mir bitte. Möchten Sie beginnen mit minimal 250 Euro oder mehr? Na, wieso ist es das Minimum? Pardon? Ja. Sag es mir bitte. Was denn? Minimum ist 250 Euro. Okay? Ja, wieso? Ja, so. Ja, wieso? Weil man mit weniger keinen Gewinn machen kann. Mhm. Warum nicht? Das ist Minimum. So, möchten Sie mit Minimum oder mehr? Mit weniger. Minimum, ja? Nee, mit weniger. Minimum, korrekt? Nee. Nee. Okay, auf Wiedersehen. Tja, da haben wir wieder so einen richtig Deutschen dran gehabt, der der deutschen Sprache unfassbar gut mächtig war. Ich verstehe es wirklich nicht, wie die sich einbilden können, hier bei uns anzurufen. Tja, aber man sieht's ja, es klappt ja scheinbar trotzdem. Es ist einfach nur unterirdisch und gruselig. Da weiß man schon gar nicht mehr so richtig, was man dazu noch sagen soll, großartig. Denn das hier ist einfach nur noch ganz, ganz, ganz traurig, dass es solche Leute am Telefon gibt, die mit solcher einer Masche euch das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Tja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Oder wer mag, kann gerne auch den Kanalmitgliedern beitreten. Den Button findet ihr direkt unter dem Video oder auch in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.